Wir haben die ganze Zeit dran geglaubt, auch in der Halbzeit noch. Natürlich wussten wir, zum Ende, dass es schwierig wird, aber wenn wir ein Tor machen, brauchen wir nur noch ein Tor, um dann weiterzuspielen. Und ich denke, dass heute eigentlich alles drin war, aber wie gesagt, wir haben uns die Chancen nicht rausgespielt. Von daher war es schwierig für uns. Ja, ich denke, dass Villarreal es richtig gut gemacht hat. Schwieriger Gegner. Defensiv standen wir gut, aber offensiv sind wir nicht zu richtigen Chancen gekommen. Und das war, glaube ich, heute das Problem. Die Mannschaft hat alles versucht. Am Ende haben dann komplett die Kräfte nachgelassen. Und dann, klar, wenn du zweimal in 90 Minuten kein Tor erzielst, kannst du natürlich auch nicht eine Runde weiterkommen. Wir haben alles gegeben, haben leider uns vielleicht am Ende die 100%igen Torchancen nicht so viele rausgespielt und die Chancen, die wir hatten, leider nicht genutzt. Aber wir können als Team sagen, dass jeder alles gegeben hat und ja, es ist schade, dass wir jetzt raus sind. Fußball ist einfach Tore schießen, natürlich so wenige wie möglich Tore bekommen. Ja, und dann leider haben wir das nicht geschafft. Wir sehen logischerweise mit den vielen Verletzten, mit den vielen Spielen, wir hatten jetzt so ein bisschen Länderspielpause herbei und wollen danach, das ist auch ganz klar, nächstes Jahr wieder international dabei sein, um dann auch mal weiterzukommen als Achtelfinale, klar.